Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Am 8. September ist die neue Geschäftsführerin des Sportbundes Lausitzer Seenland Hoyerswerda, Janine Hadlieb, bereits 100 Tage im Amt. Ich möchte jetzt mit ihr natürlich einige Fragen klären und habe sie dazu jetzt an meiner Seite. Frau Hadlieb, was waren denn nun seit dem offiziellen Start am 1. Juni die wichtigsten Aufgaben als Geschäftsführerin hier? Das Aufgabengebiet der Geschäftsführerin ist natürlich sehr vielfältig. Als Sportbund Lausitzer Seenland sind wir natürlich der Dachverband für über 40 Sportvereine in Hoyerswerda. Wir haben gleichzeitig zwei Kindertagesstätten zu betreuen oder sind wir der Betreiber davon. Und natürlich auch die Sportstättenbewirtschaftung bis hin zur Sportstättenvergabe obliegt unserem Gebiet. Und da sind natürlich entsprechend vielfältige Aufgaben, die auf mich gewartet haben. Zunächst ging es natürlich los, mich in das Tagesgeschehen einzuarbeiten, also die normalen Abläufe im Betrieb, in der Geschäftsstelle, wurden mir beigebracht. Ich wurde gleich in den ersten Tagen natürlich durch unsere Sportstätten geführt. Mir wurde alles gezeigt, was das ganze Gebiet letztendlich auch umfasst. Ich war in den Kindergärten und habe dort hospitiert. Das waren natürlich die allerersten Schritte, die mich begegnet haben. Und letztendlich war es jetzt auch so, dass ich mir ganz bewusst zum Ziel gesetzt habe, alle Vereine in Hoyerswerda direkt zu besuchen und mich dort persönlich vorzustellen. Und mittlerweile war ich bei über 30 Vereinen, sodass ich auch da einen guten Eindruck gewinnen konnte. Nun sagten Sie es ja gerade, als Dachverband der mehr als 40 Sportvereine in und um Hoyerswerda, wie ist es da mit dem Volkssport bestellt? Was haben Sie da für einen Eindruck? Mit dem Volkssport oder auch Breitensport ist es in Hoyerswerda sehr gut bestellt. Ich muss sagen, ich habe mir Statistiken natürlich auch angeschaut und über die letzten Jahre ist es uns gelungen, als Sportbund Lausitzer Seenland die Mitgliederzahlen sehr konstant zu halten, auch wenn gleichzeitig die Einwohnerzahlen sinken. Also mehr als 20% der Hoyerswerderer sind wirklich aktiv in einem Sportverein integriert. Man muss sagen, dass aus den Gesprächen heraus mit den Vereinen sich ergeben hat, dass die Ziele eines jeden sich ein wenig gewandelt haben. Also der Leistungssportgedanke rückt bei vielen Vereinen immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen ist das Gesundheitsbewusstsein und die Sport zu machen, um gesund und fit zu bleiben, bei vielen Menschen ein wichtiger Punkt geworden. Und entsprechend gibt es auch in diesem Segment sehr viele Vereine, die sich dort ausbauen und erweitert haben. Der Sportbund ist ja jetzt auch für die Sportstättenbewirtschaftung sozusagen verantwortlich. Was umfasst dieses Gebiet denn alles? Also der Sportbund Lausitzer Seenland bewirtschaftet zwei Sportstätten im Wesentlichen. Das ist das Jahnstadion, wo wir uns hier gerade befinden. Das umfasst zwei Rasenplätze und auch zwei Kunstrasenplätze. Und dazu haben wir noch ein kleines Tartanfeld, wo man auch Basketball spielen kann. Und im zweiten Punkt umfasst es das Sportforum. Und da im Wesentlichen die Tartanbahn und das Stadion an sich und natürlich dann auch die Rasenfläche. Und natürlich, was hat man in diesen Bereichen zu tun? Wir sehen es, der Rasen, der möchte gepflegt und bewirtschaftet werden. Da geht es nicht nur ums Rasenmähen und um die Linien ziehen, sondern auch der wird aerifiziert, vertikutiert. Das sind auch neue Fachbegriffe, die ich mich erstmal wieder einarbeiten musste. Und die Kollegen haben mir das einfach nahegebracht. Und neben diesen Außenflächen geht es natürlich auch um das Stadion an sich, um die Sanitärräume, um die Anlagen, um die Wartung dessen, ja, und die Instandhaltung von diesen Bereichen. Ein weiteres Standbein sind ja die Sport- und Bewegungskindertagesstätten in Hoyerswerda und Knappenrode. Die sind sehr gefragt. Welche Alleinstellungsmerkmale haben diese Einrichtungen aus Ihrer Sicht? Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben Sport- und Bewegungskindertagesstätten. Das ist zum einen der Sausewind und zum anderen der Wirbelwind. Der Sausewind befindet sich in der Hoyerswerder Altstadt und der Wirbelwind in Knappenrode. Wir sind Sport- und Bewegungskindertagesstätte. Das bedeutet, dass jede Kita einen schönen großen Sportraum hat mit entsprechenden Gerätschaften, wo mindestens jede Gruppe einmal in der Woche dort Sport treibt. Und unser ganzes Konzept ist auch auf das Sporttreiben letztendlich ausgelegt. Neben dem haben wir als Sportbund eine Ernährungsfachkraft angestellt, die sich um die Mahlzeiten der Kinder vor Ort kümmert. Das heißt, die Kinder haben eine separate Kinderküche, wo die Mitarbeiterin mit einzelnen Kindern dann hergeht und Salate zubereitet, etwas backt, je nachdem, was gerade ansteht und in welcher Saison wir uns befinden. Und zudem umfasst auch noch, dass die Sachen selber angebaut werden. Also wir haben einen kleinen Kräutergarten und wir haben auch einen Obst- und Gemüsegarten, wo die Kinder zunächst die Sachen natürlich anpflanzen, dann bewässern und letztendlich auch ernten und letztendlich in der Küche verarbeiten.
Was ist noch besonders an den Kindertagesstätten? Unsere beiden Kindertagesstätten verfügen über eine Sauna. Die Kinder gehen dort auch regelmäßig in die Sauna, gerade natürlich in der Winterjahreszeit. Und wir haben auch solche Sachen wie ein Barfußpfad in unseren Kindertageseinrichtungen mit integriert. Nun haben Sie ja nach dem Studium der Sportwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre 8 Jahre als Assistentin der Verwaltung in einer Klinik in der Sächsischen Schweiz gearbeitet. Wie können Sie diesen Job hier für den Sportbereich nutzen? Mein alter Job war genauso vielfältig, wie mein neuer ist. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Man lernt, Sachen zu priorisieren, Prioritäten zu setzen, Sachen festzulegen, die einem im ersten Schritt wichtig sind und dann eben danach erst welche anderen Sachen folgen. Ich war als stellvertretende Verwaltungsleiterin natürlich auch personalverantwortlich und auch diese Stricke, die man da lernt, kann man hier für den Sportbund benutzen. Sie sind ja schon seit Ihrer Kindheit eng mit dem Sport verbunden. Die ein oder anderen kennen Sie sogar noch vom Handball. Wie viel Zeit bleibt neben dem Job und der Familie für den Sport überhaupt noch? Ja, das ist alles auch eine Frage des Zeitmanagements und wie arrangiert man sich, welche Prioritäten setzt man sich natürlich auch im Privatleben. Und mir und meinem Partner und meiner Familie generell ist es sehr wichtig, dass jeder seinem Hobby nachgehen kann. Und unsere Hobbys sind nun mal der Sport und entsprechend schaffe ich es auch aktuell noch, dem Handball nachzugehen und mich dort auch im Punktspielbetrieb zu beteiligen. Also das ist eigentlich eine Frage des, was will man und wie kann man das erreichen, was man letztendlich will. Und ich denke, uns als Familie gelingt das recht gut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die meisten Menschen mich aus der Stadt nicht aus dem Handball erkennen, sondern viele wahrscheinlich früher von meiner Leichtathletik-Geschichte her. Ich war, bis ich 18 Jahre alt war, aktive Leichtathletin. Und ich glaube, darüber habe ich mir in der Stadt im sportlichen Bereich zumindest eher einen Namen gemacht. Weil wir gerade auch beim Sport sind, jetzt ist ja vor kurzem der 31. Sparkassen-Knappenmann veranstaltet worden, wo ja auch der Sportbund Lausitzer Seenland-Hoyerswerda Organisator ist. Neben den vielen Arbeitnehmern braucht man sicherlich auch anderweitig viel Unterstützung, oder? Ja, das ist wirklich absolut der Wahnsinn, wie viele Freiwillige sich dort ehrenamtlich, wirklich ehrenamtlich von früh um 5 bis abends um 10 engagieren. Also allein an dem Wochenende hatten wir über 300 freiwillige Helfer im Einsatz und man kann nicht oft genug Danke sagen, denn ohne diese Menschen würde der ganze Knappenmann nicht funktionieren und genau die machen das eben auch aus, dass er so familiär, so professionell geführt werden kann, wie er letztendlich ist und dass er so gut dasteht, wie er ist. Eine letzte Frage habe ich an Sie noch. Gibt es einen Wunsch, den Sie in nächster Zeit als Geschäftsführerin hier unbedingt realisieren wollen? Na, mir ist es halt ganz wichtig, oder im Namen der Vereine, denke ich, rede ich da auch, dass es uns gelingt, mit der Stadt Hoyerswerda gemeinsam und natürlich auch dem Landkreis letztendlich, für alle Sportvereine die optimalen Bedingungen zu schaffen. Dass wir in Sportstätten trainieren, die den heutigen Standards entsprechen, dass alle die möglichen Bedingungen zur Verfügung gestellt bekommen, um aktiv Sport zu treiben. Das heißt natürlich letztendlich auch, ich habe es gesagt, ich bin aus der Leichtathletik, dass ich mir sehr wünsche, dass dieses Stadion auch mal wieder eine Tartanbahn umsäumt und dass die Leichtathleten auch hier wieder einen Platz im Jahnstadion finden werden. Frau Hadlieb, ich bedanke mich für die Beantwortung der vielen Fragen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg hier beim Sportbund Lausitzer Seenland. Vielen Dank, ich bedanke mich auch für das Interview und wir hören bestimmt voneinander.